Umstände erlaubten nur eine Kurzsafari in den bekannten Chobe-Nationalpark in Botswana. Das Gespann war der bewährte Toyota Land Cruiser Prado und der robuste Buschlapa-Wohnanhänger. Unterkunft auf dem Campingplatz Senyati, der nicht nur gute Einrichtungen bei den Stellplätzen bietet, sondern auch eine nachts sogar beleuchtete Tränke. Dies wird von vielen Tieren, aber besonders auch von Elefanten besucht. Der Chobe-Nationalpark ist riesig. Ich habe mich meistens an der nördlichen Grenze aufgehalten, welche durch den Chobe-Fluss markiert ist. Besonders in der trockenen Winterzeit ist dieser Fluss die einzige Wasserquelle im Norden. Der Chobe-Fluss bildet die Grenze zwischen Botswana und Namibia. Während auf der Botswana-Seite das Hinterland aus einem Nationalpark besteht, ist dies nicht der Fall auf der namibischen Seite. Dort wird Landwirtschaft, vor allen Dingen Viehzucht, betrieben. Der alte Trick mit dem ausgestreuten Müsli zieht wieder Vögel an, die innerhalb des Campingplatzes natürlich vorkommen. Allerdings gibt es auch eine Familie von Zebra-Mangusten, die ihre morgendliche Runde durch die Stellplätze macht. Da es südlich des Chobe-Flusses kaum oder kein Wasser gibt, ist das Flussufer ein beliebter Ort für eine Vielzahl von Wasservögeln. Dies schwankt je nach Jahreszeit, da es im Nordosten in Sambia und weiter nördlich in anderen afrikanischen Ländern große Wasserflächen gibt und das Nahrungsangebot somit saisonal schwankt. Der Rallenreiher gehört zu den Zwergreihern, von denen es hier ein paar Sorten gibt. Charakteristisch für Afrika ist, im Gegensatz zu Europa, dass es von vielen Vogelarten mehr als eine Sorte gibt. Alleine von den Kiepitzen gibt es ca. 20 verschiedene Sorten jeglicher Größe. Was aus der Ferne wie ein paar Felsen im Fluss erscheint, entpuppt sich aus der Nähe als eine Gruppe von Flusspferden, die ihre Siesta halten. Flusspferde verlassen vorzugsweise das Wasser in der Nacht, um auf Grasflächen zu äsen. Das macht sie Nummer 1 bei den tödlichen Begegnungen mit Menschen. Wenn in der Nähe von Wohnsiedlungen oder auch Lodges sich Menschen nachts ahnungslos zwischen dem Wasser und einem äsenden Flusspferd bewegen, werden sie oft angegriffen. In der Dunkelheit sieht der Mensch die Gefahr nicht kommen. Musik.
Koalas sind die häufigste Antilopenart am Rande des Flusses und kommen auch in großen Stückzahlen vor. Alte Büffelbullen sieht man häufig alleine äsen. Sie wurden von jüngeren Bullen aus der Herde ausgestoßen. Sie werden oft von Kuhreihern umgeben, die Insekten fangen, welche von Großtieren, wie zum Beispiel Büffeln, beim Gehen aufgescheucht werden. Auch äßende Warzenschweine werden von Kuhreihern begleitet. Perlhühner sind recht nützliche Vögel. Sie kommen weit verbreitet im südlichen Afrika vor. Selbst auf meinem Grundstück um mein Haus herum finde ich sie. Dort schätze ich, dass zu ihrer Diät auch Zecken zählen. Ein besseres, natürliches Zeckenvernichtungsmittel findet man nicht so leicht. Verschiedene Vogelarten nebeneinander. Das ist möglich, da zwischen ihnen keine Konkurrenz bei der Nahrung besteht. Die Graukopfmöwe ist die einzige Möwe, welche man im Inneren des südlichen Afrikas vorfindet. Nachdem sie Wasser geschöpft haben, sind die Paviane in Bewegung zu einem anderen Äsungsgebiet. Sie sind Allesfresser, jedoch vorwiegend Vegetarier. Der Trupp ist weit verstreut mit Wachposten in der Peripherie. Babys krallen sich am Bauch der Mutter fest. Etwas ältere Babys bevorzugen allerdings den komfortableren Ritt auf dem Rücken, ähnlich einem Jockey. Thank you.
Der Klaffschnabel hat das richtige Werkzeug, um die Gehäuse von Wasserschnecken zu knacken. Die Geier holen sich beim Fressen manchmal blutige Hälse. Das erklärt vielleicht die Vielzahl der Fliegen, die diesen Weißrückengeier belästigen. Kuhdekühe haben Streifen, aber keine Hörner. Diese sind bei den Bullen vorhanden. Die Form des Gehörns führt zu der nicht wissenschaftlichen Klassifizierung als eine der Spiralhorn-Antilopen. Nachmittag ist die Zeit, wo die Elefanten am aktivsten in der Nähe des Wassers sind.